Rubato, der klassische Taktwechsel Vormittag. Heute mit Arabella Fenivesh. Sie sind ein Powerpaar der Opernwelt, Alexandra Kurczak und Roberto Alagna. Zurzeit treten sie an der New Yorker Met gemeinsam auf, als Tosca und als Cavaradossi. Und hier in Wien haben sie mit einem Wiener Orchester eine neue CD aufgenommen. Stabat Mater von Arvo Pärt mit dem Morphing Chamber Orchestra. Diese CD gibt's heute gleich dreimal zu gewinnen. Spiel sie mit. Und jede Menge Interviews hören Sie in dieser Stunde. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hallo, hier ist Alexandra Kurczak. Alles Gute für Radio Klassik Stephansdom. Thank you.
Sie hörten Summer von Arvo Pärt aus der neuen CD Stabat Mater und andere Werke mit dem Morphing Chamber Orchestra unter der künstlerischen Leitung von Tomasz Wapnitz. Ja, unsere Zeiten sind eine große Herausforderung für uns. Pandemie, Krieg, Wirtschaftskrise. Aber all das ist leider gar nicht neu. Es hat schon immer schlechte Zeiten gegeben. Der estnische Komponist Arvo Pärt möchte mit seiner Musik beruhigen, die Seele stärken, Musik für genau eine solche Zeit schreiben. Und er greift dabei teils auf ganz alte musikalische Konzepte zurück, die jetzt ganz neu präsentiert werden in diesem aktuellen Album, herausgekommen bei Aparté. Ich habe mit Tomasz Wapnitz gesprochen über diese CD von Arvo Pärt, auf der Alexandra Kurschak, Roberto Alagna und Andreas Scholl gemeinsam singen. Drei ganz verschiedene Sängertypen. Ich habe ihn gefragt, wie er auf diese Auswahl gekommen ist. Das ist eine sehr einfache Frage für mich, weil ich habe schon immer geträumt, eine Aufnahme zu machen mit meinen drei Freunden. Die sind Andreas Scholl, mit dem ich schon 16 Jahre zusammen musiziere, Alexandra Kurschak, die ich kenne seit fast 40 Jahren, und Roberto Alagna, die kenne ich auch ziemlich lange schon durch die Alexandra. Da habe ich mir gedacht, also das muss irgendwann eine Gelegenheit sein, dass zusammen drei Stimmen und drei Freunde zusammenzubringen, das ist sehr wichtig für mich, weil die ganze Morphing-Idee von mir war, die Musik wirklich mache mit pur Freunden. Sagt Tomasz Wapnitz, der in Wien lebt und arbeitet. Der Countertenor Andreas Scholl hatte auch ein ganz ein wichtiges Händchen bei der Entstehung dieser CD, nicht nur beim Singen. Auf einem Projekt hat mich der Andreas angesprochen über Vater Unser, Stück von Arvo Pärt. Er hat mir erzählt, dass er hat das vor kurzem in Australien am Chamber Orchestra als Zugabe, glaube ich, oder im Programm, ich weiß nicht mehr, gespielt hat. Auf jeden Fall hat er das nie gesungen in Europa und der erste Mal eben war diese berühmte Probe in Łódź, im Festival, wo nach unserer letzten Ton eben der Arvo Pärt hat persönlich angerufen, Andreas, das war nicht geplant, und ihm zu sagen, wie er sich wünscht, der Vater Unser und so weiter. Also wir haben gleich geprobt, wie er wollte. Ja, und daraus ist dann mit der Zeit noch viel mehr geworden. Ja, die folgende Sache war natürlich, während seiner 80. Geburtstag hat er sehr positiv reagiert auf meine Einladung zur Schwarze Madonna Kloster in Polen. Dort haben wir viel mehr Zeit gehabt mit ihm, also 4 Tage, 5 Tage haben wir zusammengearbeitet auf verschiedene Stücke, Walzfahrtlied, Vater Unser. Er sang vor langen Jahren, das war ein quasi Konzert für ihn, gleichzeitig Eröffnungskonzert vom Sacrum, großes Sacrum-Festival Gaudium Mater in Polen. Hallo, liebes Publikum von Radio Stephansdom Wien. Hier ist Andreas Scholl und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.
Andreas Scholl singt das Vater Unser, vertont vom estnischen Komponisten Arvo Pärt. Sie hörten das Morphing Chamber Orchestra. Ja, und dieses Stück ist in Österreich entstanden, 2005. Es wurde Papst Benedikt XVI. Gewidmet und 2011 zu seinen Ehren aufgeführt. 2017 hat Arvo Pärt übrigens den Ratzinger-Preis des Vatikans erhalten für seine musikalische Leistung. Arvo Pärt, ein sehr spiritueller Komponist, der auch gerne über religiöse Themen schreibt, wie Sie gerade gehört haben. Das Stabat Mater gibt's jetzt in einer neuen Fassung zu hören in dieser Stunde, in diesem neuen Album mit Werken von Arvo Pärt, das Sie auch gewinnen können. Rufen Sie an bei mir unter der Wiener Nummer 01 512 60 30 01 512 60 30 und gewinnen Sie eins von drei Exemplaren dieser CD. Mit Countertenor Andreas Scholl, den Sie soeben gehört haben. Ja, die Musik von Arvo Pärt wird manchmal als simpel oder einfach beschrieben. Sie hat auf jeden Fall sehr klare Linien, aber das bedeutet nicht, dass sie einfach zu spielen oder zu singen ist. Ich habe mit Andreas Scholl über seine Interpretation und seine Sicht von Arvo Pärt gesprochen. Für mich steht dahinter eine Wahrhaftigkeit und er hat das auch mal selbst beschrieben, alles weglassen, was unnötig ist, um die Botschaft auszudrücken. Und es ist, glaube ich, auch Musik für erfahrene Musiker. Wenn ich als junger Sänger Arvo Pärt gesungen hätte, dann wäre mein Ego da vielleicht viel zu groß noch drin gewesen und meine Ambition, jetzt was Besonderes damit zu machen, anders als die anderen zu sein. All das spielt ja sozusagen in der Profilierungsphase eines Musikers eine große Rolle. Man versucht sich abzugrenzen, zu definieren und so weiter. Und heutzutage habe ich das eigentlich nicht mehr in mir. Also ich will niemandem mehr was beweisen. Ich sehe mich selbst überhaupt nicht mehr im Wettbewerb mit anderen. Und ich hatte einen wahnsinnig tollen Lehrer, den Richard Levitt, der mal gesagt hat, you have to be unique. Du musst einzigartig sein im Sinne von, du musst deinen Zugang zu dieser Musik finden und dann kommunizierst du die. Und was dann andere Leute machen, ist eigentlich unerheblich. Und dann ist dieses Weglassen was unnötig ist, das habe ich in den letzten 10, 15 Jahren erlebe ich das auch bei meinem Gesang in der Barockmusik, dass bei Liedinterpretationen, Arien, alles, was ich singe, dass ich mich bei jeder Verzierung auch frage, nutzt diese Verzierung, nutzt das jetzt dem Stück, erhöht die in diesem Moment irgendwie den Affekt und dient dem Stück oder ist das reine Verzierung an sich oder Show? Und wenn ich zum Schluss komme, dass es dem Stück nicht dient, dann lasse ich es weg. Und das ist eine, ich glaube, da braucht es eine gewisse Lebensweisheit auch und Lebenserfahrung zu sagen, das Glück liegt darin, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und vieles, was wir als noch gerne mitnehmen würden, als Ballast wieder zurück ins Wasser zu werfen. Da gibt es ja dieses schöne Gleichnis von dem Fischer, der rausfährt auf den See und der fängt sein Netz voll mit Fischen und da ist ein großer, guter Fisch drin und der weise Fischermann schmeißt dann alle kleinen Fische wieder zurück, weil er sagt, ich habe hier einen großen, guten Fisch. Also der sagt nicht, der große, gute Fisch ist toll, aber den Kleinkram will ich auch noch behalten, sondern wenn die Erkenntnis sich durchgesetzt hat, hier habe ich was Wesentliches gefunden, dann brauche ich den Rest nicht mehr. Und das ist eine Lebensphilosophie, die durchdringt dann auch die Kunst oder die Musik, in meinem Fall den Gesang. Und damit identifiziere ich mich sehr stark. Und das ist natürlich genau das, worum es Arvo Pärt geht. Dieser Fokus auf das Wesentliche. Und die Herausforderung beim Sänger ist eben, im Moment, in dem ich das singe, jegliche Ambitionen abzulegen. Also wenn ich jetzt anfange und sage, ich gestalte, ich mache hier was ganz Besonderes und messer die Voce hier und das da, dann wirkt das aufgesetzt auf das Stück. Das ist dann sozusagen, stülpe ich dem was über, was von mir kommt. Aber es ist die Botschaft Arvo Pärts und die Kunst liegt oder die Herausforderung liegt darin, sich zu einem Stück hinzugeben und
den Komponisten und die Botschaft durch sich sprechen zu lassen. Und das ist eine, ja, hat was Meditatives. Und ich glaube, dafür steht auch Avopert. Countertenor Andreas Scholl über Arvo Pärt, dessen Album Stabat Mater und andere Werke ich heute im Roberto hier auf Radio Klassik Stephansdom präsentiere. Und Sie können es gewinnen. Rufen Sie an beim Gewinnspieltelefon unter 01 512 60 30. Ich habe Andreas Scholl darauf angesprochen, ob er denn ein Lieblingsstück habe von dieser CD von Arvo Pärt. Also was das erste Stück von Arvo Pärt, das ich je gesungen habe, hat ja nicht so wahnsinnig viel für Countertenor geschrieben. Das erste Stück, was ich je gesungen habe vor vielen Jahren in Leipzig, war das Es sang vor langen Jahren auf den wunderbaren melancholischen Text von Clemens von Brentano mit Geige und Bratsche und Alt. Und das ist so ein das ist so ein Highlight für mich, das immer wieder, also wenn ich das singen darf, weil das ist eine ganz besondere Stimmung, die da ausgedrückt wird, was sehr Trauriges. Und wenn man da den, ich sage immer, die Wurzel vom Stück trifft, das soll man ja immer versuchen, also die Absicht des Komponisten erkennt und sich damit verbinden kann in dem Moment, in dem man singt, dann ist das ein sehr, sehr starkes Stück, ja. Gott wolle uns verheißen.
Meditative Musik von Arvo Pärt. Es sang vor langen Jahren. Gesungen hat hier der Countertenor Andreas Scholl und Sie hörten das Morphing Chamber Orchestra. Künstlerischer Leiter Thomas Wapnitz hat für das heutige Rubato auf Radio Klassik Stephansdom mit mir gesprochen, genauso wie auch Andreas Scholl und Alexandra Kurzak sowie Roberto Alagna. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Rubato, der klassische Taktwechsel vor Mittag. Heute mit Arabella Fenivesch. Ja, Sie sind ein Powerpaar der Opernwelt, Alexandra Kurzak und Roberto Alagna. Zurzeit treten Sie gemeinsam an der New Yorker Met auf, in Puccinis Oper Tosca, als Floria Tosca und als Cavaradossi respektive. Sopran und Tenor also hier in einem wunderbar stimmigen Pärchen. Und ich habe mit den beiden auch gemeinsam gesprochen, kurz vor der ersten gemeinsamen Vorstellung. Roberto Alagna kam gerade aus Mailand von der Scala nach New York. Und ich habe die zwei gefragt, ob sie sich schon freuen auf diesen gemeinsamen Auftritt, ob sie denn schon aufgeregt sind. Not at all. Sure. That is the honest answer. You know, when you sing together, it's double responsibility, it's double stress. Wissen Sie, wenn wir gemeinsam singen, ist es die doppelte Verantwortung, der doppelte Stress. Alles ist doppelt. Aber okay, es ist auch ein doppeltes Vergnügen. Ein vergnügtes Pärchen also. Und dann habe ich gemeint, naja, vielleicht ist das ein gutes Zeichen für Ihre Beziehung, wenn Sie lieber gemeinsam miteinander essen gehen, als zusammen singen. Oh yeah, sure. You know, at home in front of the TV. It's wonderful to have dinner like this, you know. Ja, das stimmt. Wissen Sie, zu Hause vor dem Fernseher, das ist toll, so Abend zu essen. Das kommt nicht oft vor, aber ich mag das. Na, vielleicht gleich auf dem Bett essen und dabei Fernsehen, nicht schlecht. Die zwei sind also entspannt, wenn sie gemeinsam zu Hause sind, aber auf der Bühne, da geben sie natürlich für das Publikum alles in einer ganz einer wunderbaren Qualität. Und die Oper Tosca, die hat ja auch einige religiöse Szenen. Sie spielt teilweise in einer Kirche. Giacomo Puccinis Familie war sehr eng mit der katholischen Kirche verbunden, hat sakrale Musik geschrieben. Giacomo Puccini selbst hat nur ein einziges Werk selber für die Kirche, für den kirchlichen Gebrauch geschrieben und hat dann beschlossen, dass er sich der Oper widmen soll. Aber ich meine, in seiner Musik gibt es schon ziemlich viele religiöse Elemente und darauf habe ich Alexandra Kurzak angesprochen. Ich habe sie gefragt, ob es für sie in Tosca, in dieser Oper, religiöse Momente gibt. You know, the whole personality of Tosca is like that. I see her like that. That's why my interpretation is a little bit different. Wissen Sie, die ganze Persönlichkeit von Tosca ist so. Ich sehe sie so. Deshalb ist meine Interpretation auch ein bisschen ungewöhnlich, anders würde ich sagen, als das, was wir gewohnt sind, in Opernhäusern zu sehen. Das ist auch, was die Rezensenten gesagt haben, dass sie so überrascht waren, dass es so viele neue Dinge zu entdecken gibt. Wenn Sie freilich das Stück von Victorien Sardou kennen, wissen Sie schon, dass Tosca von Nonnen aufgezogen wurde und dass Cavaradossi einmal über sie sagte, sie könne nur beten und singen. Sie ist also wirklich ein sehr einfaches Mädchen. Und das ist es, was sie liebt. Und sie ist in erster Linie sehr, sehr religiös. Abgesehen davon, dass wir natürlich den ersten Akt in der Kirche haben. Also sie sagt zum Beispiel zu Cavaradossi, warte einen Moment. Natürlich ist sie sehr eifersüchtig mit ihm, aber das Erste, wofür sie kommt, ist immer der Madonna, die Blumen zu bringen und zu beten. Und das Gleiche betrifft den zweiten Akt in der berühmten Arie. Das ist wirklich ein Gebet zu Gott und wirklich der Versuch zu verstehen, warum es die Grausamkeit auf der Welt gibt, weil sie eine sehr, sehr gute Person ist, sehr christlich. Sie kann sich das nicht einmal vorstellen, dass es das Böse gibt auf der Welt. Vielleicht ist das so, wie Sie es über die Familie von Puccini gesagt haben. Vielleicht steckt in dieser Oper etwas von seinem Hintergrund.
So die polnische Sopranistin Aleksandra Kurczak, die zurzeit als Tosca an der New Yorker Met zu erleben ist, gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Tenor Roberto Alagna. Yeah, sure. You know, I sang also and I record the Messa di Gloria from Puccini with Tony Papano and Tom Hampson. Wissen Sie, ich habe die Messa di Gloria von Puccini gesungen und aufgenommen mit Tony Papano und Tom Hampson. Und es ist ein wunderschönes Stück. Er war sehr jung, als er es komponiert hat. Und es stimmt, in Tosca gibt es diese Atmosphäre von sakralen Klängen, von der sakralen Musik. Ich weiß nicht, ob Puccini selbst sehr religiös war. Vielleicht in dem Maße wie alle Italiener. Roberto Alagna und Aleksandra Kurczak sind also gemeinsam in New York zurzeit zu erleben, in der Tosca, die eben auch religiöse Elemente hat musikalisch. Aber sie haben gemeinsam das Stabat Mater von Arvo Pärt aufgenommen, ein religiöses Werk, ein rein religiöses Werk, gemeinsam mit dem Countertenor Andreas Scholl und dem Morphing Chamber Orchestra unter der künstlerischen Leitung von Tomasz Wapnitz, der die Idee zu diesem Album gehabt hat und diese seine drei Freunde, die so verschieden sind, stimmlich, aber auch so gut zueinander passen, zusammengebracht. Und einen Ausschnitt aus diesem Stabat Mater hören Sie jetzt gleich. Hello, this is Robert Alagna and I wish a long life to Radio Classic. Thank you.
Sie hörten den Anfang aus dem Stabat Mater von Arvo Pärt. Ein Stück, das 1985 geschrieben wurde. Übrigens wurde es von der Alban Berg Stiftung anlässlich des 100. Geburtstages des österreichischen Komponisten in Auftrag gegeben. Also ein weiterer Österreich-Bezug zu diesem Album mit dem in Wien ansässigen Morphing Chamber Orchestra unter der künstlerischen Leitung von Thomas Wapnitz. Sie hörten Alexandra Kurschak, Sopran, Andreas Scholl, Countertenor und Roberto Alagna, Tenor. Ja, die Anfänge von diesem Album gehen noch ganz, ganz weit zurück, hat mir Thomas Wapnitz erzählt. Er hat mir erzählt, wie er Arvo Pärt, diesen estnischen großen Komponisten, kennengelernt hat und auch ein amüsantes Detail erzählt, wie Arvo Pärt über ihn und sein Morphing Chamber Orchestra erfahren hat. Uns hat Arvo Pärt kennengelernt durch YouTube. Er hat bekommen einen Link vom Universal und unser Vater, unser von damaliger Probe und von damaliger Konzert in Łódź, übrigens der andere Vater hat das gehört. Und dann kann ich gerne sogar dir ein Zitat senden, was hat er genau geschrieben über seine Gefühle. Und die beiderseitige Liebe hat so angefangen. Arvo Pärt war also ganz begeistert vom Morphing Chamber Orchestra aus Wien. Und jetzt gibt's die neue CD mit dem Stabat Mater und anderen Werken übrigens zu gewinnen bei mir heute hier auf Radio Klassik Stephansdom. Wenn Sie anrufen unter der Wiener Nummer 01 512 60 30, dann spielen Sie mit für eine von drei CDs. Ja, und das Stabat Mater, das erklingt ein bisschen in einem neuen klanglichen Kleid, nicht nur mit drei ganz tollen Singstimmen, aber auch mit einer Version für Streichorchester. Und Thomas Schwabnitz hat diese Version erstellt. Ich habe ihn gefragt, wie er die Idee zu diesem Streichorchesterklang gehabt hat. Die Stimmen, also ich kenne alle die Solisten, die haben sehr präsent starke Stimmen. Wunderschöne Stimmen. Und wenn ich ganz einfach antworten soll, war für mich dann, was ich mir vorgestellt, die drei Stimmen bei Singen, einfach nur Streichstrio zu dienen. Also nicht bei dieser Formation, ja, vielleicht bei Bubenchor oder bei einer anderen Idee ist, wäre das schön und in Kirche, in der Heilige. Aber da habe ich sofort gebraucht in meiner Vorstellung einfach der Sound von mehr Streicher, nicht unglaublich viel, aber mehr Substanz, ja, welche begleitet. Thomas Schwabnitz vom Morphing Chamber Orchestra aus Wien über die neue CD mit Werken von Arvo Pärt. Ja, und ich habe Alexandra Kurschak, die auf dieser CD Solistin ist, darauf angesprochen. Es ist jetzt die Zeit von Allerheiligen und aller Seelen. Kann dieses Stabat Mater, kann diese spirituelle Musik von Arvo Pärt uns durch diese nachdenkliche Zeit helfen?
Yes, of course. I mean, everybody is different. Everybody needs different things, but ja, natürlich. Ich meine, jeder ist anders, jeder braucht ein bisschen etwas anderes. Aber ich habe schon einige Kommentare gesehen auf, ich weiß nicht, Facebook oder von Fans, die die CD bereits haben. Und sie sagten wirklich Dinge wie, oh mein Gott, es ist so wunderbar, es bringt mich runter zu meiner inneren Welt. Es hilft mir, mich auf mich zu konzentrieren. Vielleicht wissen Sie, wie Sie sagten, auf eine meditative Art und Weise. Und es ist, also ich mag es sehr. Es ist etwas ganz Besonderes. Es ist sehr anders. Es ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber nur aus reiner Neugier, denke ich, lohnt es sich, es sich einmal anzuhören. Sagt Alexandra Kurschak, die Sopranistin. Und ich habe sie gefragt, ob sie selber auch diesen beruhigenden Effekt beim Singen von diesem Werk verspürt. No, you don't have the calm when you sing it. It sounds very easy. Oh nein, da ist man nicht ruhig, wenn man das singt. Es klingt sehr einfach, es klingt so wegen dieser Schlichtheit, aber man muss sich wegen dem Rhythmus enorm konzentrieren, sodass man sich nicht verliert, auch wegen dem immer gleichen Schema. Man muss sich also sehr, sehr konzentrieren. Aber wenn man sich diesen Effekt danach anhört, also es ist genauso, wie mein Mann gesagt hat.
Ein weiterer Ausschnitt aus Arvo Pärts Stabat Mater mit Alexandra Kurschak, Andreas Scholl und Roberto Alagna sowie einem Wiener Orchester, dem Morphing Chamber Orchestra. Und dieses neue Album können Sie heute bei mir gewinnen. Rufen Sie an bei Radio Klassik Stephansdom unter der Wiener Nummer 01 512 60 30 und mit ein bisschen Glück, da gewinnen Sie eine von drei CDs. Arvo Pärt, ihn verbindet auch mit Wien einiges. 1935 ist er in Estland, in Paide, geboren. Er hat in Tallinn Komposition studiert und dann seine ersten Werke natürlich noch unter dem Sowjetregime geschrieben. Da hat er sich dann ziemlich schwer getan aufgrund des spirituellen Charakters seiner Musik. Also da hatte er schon ziemlich zu kämpfen und schließlich ist er 1980 in die Emigration gegangen. Zuerst hier nach Wien. Er wird auch noch immer von dem Wiener Verlag Universal Edition verlegt. Später ist er dann nach Berlin gegangen und nach etwa 30 Jahren ist er aber dann nach Estland zurückgekehrt, wo er auch heute noch lebt. Und dieses Stabat Mater in dieser neuen Version, die Sie heute hören, vereint drei sehr verschiedene Künstlerpersönlichkeiten. Die Stimmen von Alexandra Kurschak, von Andreas Scholl und von Roberto Alagna. Und ich habe Andreas Scholl auf diese interessante Zusammenarbeit mit seinen quasi Opernpartnern hier gebracht. Ich habe ihn darauf angesprochen, wie das war für ihn als Barockspezialist mit diesen großen Opernstimmen zusammenzuarbeiten. Ja, es hat aber das bestätigt, was ich schon immer gedacht habe und was mein Lehrer auch gesagt hat. Wir reden ja oft so von Barockgesang und Barockstimmen. Und es gab ja mal eine Zeit, wo man gesagt hat, ja, meine Stimme ist nicht so groß, vielleicht bin ich Barockspezialist. Meine Stimme ist noch ein bisschen kleiner, vielleicht bin ich Mittelalterspezialist. Also man hat dann auch so ein bisschen aus einem Mangel in den stimmlichen Fähigkeiten eine Qualifikation gebastelt. Und letztendlich hat mein Lehrer auch immer gesagt, es gibt gesunden Gesang und gute, große Stimmen. Und wenn die gesund singen und intelligente Sänger sind, dann können die sich an jedes Repertoire anpassen. Und das erlebe ich in Salzburg bei meinen Studenten, die jetzt, ich habe ja eine Lehrveranstaltung dort, Aufführungspraxis Alte Musik, neben meinen Hauptfachstudenten. Und die Sänger, die dort kommen, die singen sonst keine alte Musik. Die singen Verdi und all solche Sachen, also großes Repertoire. Und die können aber alle ganz wunderbar auch Barockmusik singen, weil die einfach gescheit sind und ihre Stimmen im Griff haben. Und wer offen für Neues ist, der kann seine Stimme dem anpassen, was er da singt. Und das muss braucht es einen Instinkt dafür, worum geht's hier. Und genauso sind natürlich Roberto und Alexandra, das sind ja auch, die haben natürlich großes Wissen über den Gesang, aber das sind auch Instinktsänger, die genau wissen, blitzschnell erfassen, worum geht's in diesem Werk. Und dann wird die Stimme entsprechend eingesetzt. So Andreas Scholl über seine Kollegen und Kolleginnen hier bei Arvo Pärts Stabat Mater. Alexandra Kurschak hat gesagt, selbst beim Singen von diesem Stück ist sie nicht so ruhig, weil da hat sie einiges zu tun. Aber ihr Mann Roberto Alagna hat über diese Gelassenheit gesprochen, die man beim Zuhören finden kann. And you know, in any case, it's all the time very important to have the self introspection, you know, the meditation. Wissen Sie, es ist sehr wichtig, in sich hineinzuhören, zu meditieren. Es ist sehr wichtig, weil du über viele Dinge nachdenken kannst und manchmal auch deine eigene Reaktion oder dein eigenes Denken ändern kannst. Das ist sehr wichtig und diese Art von Musik ist gut für die Seele. Sie ist gut für die Seele, weil man nichts Besonderes oder Kompliziertes durchmachen muss. Das ist eine sehr, sehr minimalistische Musik, die ganze Zeit mit demselben Tempo und einem Anklang an die Ewigkeit. Wissen Sie, in dieser Art von Musik, die sich ewig im Kreis dreht. Und ich denke, es ist wie ein Gebet, wissen Sie? Und es hilft den Leuten sehr, denke ich, die Ruhe und die Gelassenheit zu finden. Turning around and around. And I think it's like a prayer, you know? And it helps a lot, I think, people to find the calm and the serenity.
So Roberto Alagna, über die Musik von Arvo Pärt. Und eins der wohl inspirierendsten Stücke aus seiner Feder, das spiele ich jetzt an, Spiegel im Spiegel aus dem Jahr 1978. Das ist eines seiner populärsten Stücke, vielleicht sein größter Hit. Sehr meditativ, da hören wir jetzt hinein. Ein Ausschnitt aus dem wunderbaren Stück Spiegel in Spiegel von Arvo Pärt, gespielt von Bratschist Tomasz Wapnitz, der auch der künstlerische Leiter vom Morphing Chamber Orchestra ist, und am Klavier Marek Ruschczynski. Ein Ausschnitt aus der neuen CD Arvo Pärt Stabat Mater mit Kurzak, Scholl und Alagna, die Sie heute bei mir gewinnen können. Noch einmal sage ich die Telefonnummer durch: 01 512 60 30, rufen Sie an. Ja, und was so simpel klingt, ist es gar nicht, hat mir Roberto Alagna verraten. Genauso wie das auch auf der Opernbühne alles natürlich wirken soll und scheinen soll. Alles, was simpel ausschaut oder klingt auf der Bühne, ist es nicht. You know, it's the same in opera. Even if you are playing your character and singing with beautiful phrases, but inside. Aber es ist dasselbe in der Oper. Selbst wenn Sie einen Charakter spielen und wunderschöne Phrasen singen, aber im Inneren, in Ihrem Computer, wissen Sie, muss das Gehirn die ganze Zeit in Alarmbereitschaft sein. Wissen Sie, man muss zählen, man muss die ganze Zeit alles wissen. Man muss viel nachdenken, tausende Dinge gleichzeitig. Aber das Wichtigste nach all dem ist, die Leute zu genießen und so auszusehen, als wäre es einfach und natürlich. Wissen Sie, aber das ist es nicht.
sagt Roberto Alagna, der diese CD hier in Wien aufgenommen hat, gemeinsam mit dem Morphing Chamber Orchestra und mit seiner Ehefrau Alexandra Kurschak. Sie hat gesagt, sie liebt Wien ganz besonders. Oh, we always enjoy Vienna. We love Vienna. It's not, I think a lot of people will say the same answer. Oh, wir genießen Wien immer. Wir lieben Wien. Wir geben vielen Leuten die gleiche Antwort. Die Stadt ist unglaublich und wir haben wunderbare Freunde dort. Natürlich gibt es das Morphing Orchestra und Tomek Wabnitz. Er ist unser sehr, sehr guter Freund. Ich kenne Tomek seit vielen, vielen Jahren, seit wir vielleicht 6 oder 5 waren. Wirklich noch, als wir Kinder waren. Dann haben wir uns viele Jahre aus den Augen verloren und uns mit unseren eigenen Kindern wiederentdeckt. Es ist also immer ein großes Vergnügen. Und im Orchester gibt es fantastische Musiker. Es ist nicht unsere erste Zusammenarbeit mit ihnen, also ist es für uns immer eine große, große Freude, nach Wien zurückzukommen und dort mit Morphing aufzunehmen. Also jetzt heißt es bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein in dieser Stunde mit Alexandra Kurschak, Andreas Scholl und Roberto Alagna sowie dem Morphing Chamber Orchestra und Tomasz Wabnitz. Das war's mit einem allerletzten Ausschnitt aus dem Stabat Mater. Von Arvo Pärt verabschiede ich mich jetzt von Ihnen. Rubato, der klassische Taktwechsel vor Mittag. Heute mit Arabella Fenivesh. Arabella Fenivesh. Arabella Fenivesh. Arabella Fenivesh.